Warte. Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Neue Ausrüstung erhalten, Drahtseil, richtig geil, und das haben wir auch schon mal irgendwo gelesen. Und mit diesem neuen Gegenstand, den wir jetzt haben, wünsche ich euch herzlich zurück hier. Wünsche ich euch nicht, sondern ich beglückwünsche euch, dass ihr zurückgefunden habt zu dieser Videoreihe, zu Rise of the Tomb Raider. Und wir haben keine Pfeile mehr. Verdammt. Das ist uns ja letztes Mal schon aufgefallen, dass wir keine Pfeile mehr haben. Aber daran soll es jetzt gerade nicht scheitern. Wenn wir hier drüben sind, machen wir uns natürlich erstmal neue Pfeile. Denn neue Pfeile braucht das Land. So. Hakenaxt. Drücken Sie E in der Luft E, um die Hakenaxt einzusetzen. Jetzt kommen hier noch ganz, ganz krasse Sachen zum Vorschein, Alter. Ja, keine Pfeile. Das ist aber doof. Die sind auch voll. Gift, Feuer, Explosion. Warte mal, wie war F? F? Nee. R? Nee. T? Nee. G? Nee. Leute. Oh. Ups. Das wollte ich natürlich. Genau. Weil da ist nämlich ein Überlebensrucksack. Deswegen wollte ich da runter. Ich habe auch nicht gerade noch probiert, an der Kante wieder hochzukommen. Dass es euch klar ist, ja. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, okay. Ja, ja. Ich verstehe. Ach, krass, was wir alles übersehen haben. Mächtig, mächtig. Okay, wie war denn jetzt Pfeile herstellen? Bin ich jetzt doof? Also ja, ich bin anscheinend gerade doof. Jäger überleben, Karte. Kampf. Pfeile verschießen. Bergungsgut, herstellen von Feuer, Handwerk. Vogelnester, alte müssen Bärenfalle, ne. Giftpfeilherstellung, nein. Rauchgranate, Molotow, Schrapnell. Granatenherstellung, Granatenpfeilherstellung. Puh, ja. Also so kann man sich natürlich auch beschäftigen. Ernsthaft, ich weiß gerade echt nicht mehr. War das nicht... Boah, es war einfach nur linke Maustaste. Ah, der Jens wieder, der Idiot. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder mit Pfeilen ausgerüstet. Und jetzt müssen wir den, die Hakenaxt benutzen. So, so. Boah, krass. Warte mal. Lol. Das funktioniert ja gar nicht. Nee, funktioniert ja schon gut, ey. Das ist ja schon geil. Da unten brennt immer noch das Feuer, das wir mal angezündet haben vor langer, langer Zeit. Wie beschissen das da hinten eigentlich aussieht. Ach nee, das liegt alles nur im Nebel. Ja, okay, sieht gar nicht so schlecht aus. Eine Kante greifen. Werfen Sie Ihre Hakenaxt im Sprung, um weit entfernte Kanten zu erreichen. Jetzt können wir es hochziehen. Ja, lol, Alter. Ich möchte gerne mal das Ende dieser Hakenaxt sehen. Ist das auch einfach wieder hier unser roter Griff? Weil wenn ja, wo hat sie ihn her? Weil eben hingen zwei Stücke noch an unseren Beinen. Ja, 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 Leute. Ich habe genau drauf geachtet. Easy. Alter, ich bin so der Premium. Ich bin so der Premium-Pro, ungelogen. Okay. Ich bin auch nicht so Premium. Sorry, was sowieso da rechts lang. Alles klar. Hab ich verstanden. Mama. Haha. So, so, easy. Freude der Hoffnung, Alter. Easy. So, was haben wir jetzt hier noch so am Start? Erstmal ein bisschen umgucken. Mit Axt an den Wänden einhaken. Die Hakenaxt kann sich in Felswände verhaken. Boah,
Alter, das Ding ist ja voll mächtig, ey. Krass. Boah, ich habe nie Doppelsprung benutzt. Ich bin ja so doof. So. Was? Geothermales Tal. Wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Ja, schleichen oder kämpfen sie sich durch das Dorf, in das Dorf, irgendwie Dorf halt. So, erstmal holen wir uns hier das nächste Waffenteil, hoffentlich. Gewehr freigeschaltet, okay. Wir haben das Gewehr freigeschaltet, schauen wir uns gleich mal an. Das Repetier. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Hm. Oh ja. Leider eine vorher freigesetzte Gase ab, um den Rückschuss ungewollt an. Außer das Repetiergewehr. So, sehr gut. Wir tunen jetzt einfach mal so. Wir tunen jetzt gerade mal so ein bisschen, weil. Warum nicht? Oh. Jetzt habe ich gerade. Wir haben wieder. Na super. Genau deswegen wollte ich das eigentlich die ganze Zeit nicht machen. Ich konnte mich jetzt wieder mal nicht beherrschen. Wir brauchen immer noch ein fucking Leder. Also eins. Ein einziges. Das ist nichts Besonderes. Das ist ein Leder. Moment, wie machen wir mal Überleben? Da haben wir ja noch nicht so viel. Brandbomben. Streubombenpfeil. Aha. Todeswolkenpfeil. Napalmpfeil. Boah, geil. Nur weil er sich schon so geil anhört, muss der gekauft werden. Im Übrigen ist das sowieso voll die geile Mechanik. Das setzt sich an Feuer und weiß danach einfach irgendwie mehr. Ja, das ist großartig. Warte mal. Hä? Hier waren wir doch schon. Wo sollen wir denn jetzt? Wo sollen wir denn jetzt hin? Da? Ich bin verwirrt. Sollen wir jetzt hier wieder zurück? Erstmal hier Teile holen. Eins, eins, eins. Jedes Mal nur eins. Ich hasse es. So, und. Wow. Ist gut. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ich hab schon gesehen. Alles, ihr habt alles im Blick, Jungs. Alles im Blick. Gar kein Problem. Erstmal was lesen. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Das wäre jetzt aber auch meine Frage gewesen, ob das vielleicht auch geht, weil das auch ein Vogel ist, ja? Der Huhn zählt auch zum Geflügel. Ich wäre trotzdem wahrscheinlich mit der Idee des Huhns völlig zufrieden gewesen für meine Verhältnisse. Wow, Alter. Alter, wie sie wieder ausrastet. Lara eskaliert mal wieder ungebrochen. Metallbarriere. Großartig. Nein, so. Ah, wir gehen nochmal ein Stück zurück. Yeah. Wir sind so gut. Jawohl. Alter, bei uns läuft es gerade richtig gut, ohne Scheiß. Wir bekommen gerade einen Waffenteil nach dem anderen. Kippenlaufflinte. Ne, Kipplaufflinte. Was ist das jetzt? Das habe ich gerade nicht gelesen, was die Kipplaufflinte ist. Das ist jetzt doof. Ich will ja jetzt nochmal schwingen. Also nicht wundern, warum ich jetzt hier nochmal hochkletter. Ich will da nochmal schwingen. Jawohl. Yes. Gut, aber es ist eigentlich echt gut, dass wir da runtergefallen sind. Sonst hätten wir wahrscheinlich niemals diesen Dings gefunden. Diese Kipplaufflinte. Wir haben Geheimnisse entdeckt. Naja, was? Hartholz? Nein. Bergungsgut. Interessanter.
Nein. Oh Leute, wir müssen, da müssen wir runter. Sorry, Leute. Oh, das war voll mit dem Kopf gegen die Kiste. Aber allein nur wegen dem ganzen Bergungsgut müssen wir hier runter. Wir haben gerade so viel ausgegeben. So. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Ah, der arme Jacob. Der arme Jacob, der hat so seine Problemchen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir weiter. Es hilft nichts. Was? Ja, damit ist die Folge vorbei. Wir setzen uns hin. Wir sind müde. Nein, Spaß. Krass, wieso kann man sich denn hinsetzen? Ich kann... Hallo? Scheiße. Ich drücke hier gerade jegliche Tasten. Was war das jetzt? Nein, oh nein. Ah, ich habe die Lupe gesehen, dachte mir, jetzt können wir irgendwas untersuchen. Och nö. Ach, Lara muss sich ausruhen. Krass. Alter. Steh auf, komm schon Lara, jetzt sei nicht so, es tut mir leid. Sie sitzt übrigens in der Luft, das ist die typische Frauen auf öffentlichen Klopositionen, wie ich mal erfahren habe. Also sowas wurde mir zugetragen, ich habe es selber nicht gesehen. Du kannst wieder aufstehen. Oh nein. Okay, Umschalttaste, ja, bla bla, mir egal. Ich hoffe, jetzt ist das Spiel nicht steh doch auf, Lara, komm. Mach keine Faxen. Danke. Ich weiß nicht, was für eine Taste ich drücken muss, dass es die aufsteht. So, auf jeden Fall geht's jetzt wieder steil bergab. Und wir lassen los. Warte mal, wir gehen nochmal kurz zurück, weil hier haben wir gerade wieder irgendwas. Wer ist das? Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Oh, hallo. Der ist ja auch geil. Oh Mann. Wunderbar. Alles klar, gut, dann gehen wir wieder weiter. Wir gehen weiter und schwimmen wieder ein bisschen durch den Morast hier. Man kann alles sagen, aber duschen geht genug bei der Lara. Boah, der ist ja auch mies. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Bei dem Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Aber jemand Spaß haben. Er ist tot. Verdammt. Okay, wir müssen doch kämpfen. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir damit ablenken, aber wir waren nicht gut. Moment, erstmal heilen wir uns. Wir sind unbesiegbar. Jetzt fährt der weg. Der Sümpel. Was ein Penner. Rennt der einfach weg vor uns. So, wir haben das Dorf, ja. Wir hätten es so oder so durchqueren können. Also entweder töten oder halt nicht. Wir haben uns für Variante Nummer 2 entschieden und wurden auf 1 zurückgeprescht. So, was haben wir hier? Ah, wieder ein Diktiergerät. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur.
Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Jo, ja, das ist der Arme. Anscheinend wusste er nicht, worauf er sich da einlässt, so genau. Würde ich jetzt mal vermuten. Warum ist hier so ein Seifall-Ding? Da hinten ist auf jeden Fall erstmal Heilungspflanze, weil wir haben jetzt momentan viel Medikits verbraucht. Das heißt, es ist gut, wenn wir wieder ein bisschen Heilungszeug, Heilungsstuff einsammeln. Ach, so, ja klar, dass wir durch die Tür müssen. Also über die Tür drüber, besser gesagt. Oder durch das Fenster da oben. Wie auch immer man das nennt. Runter. Ihre Horrormänner können hier weitermachen. Wir werden in Basislage gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden.